Satan benutzt schwierige Situationen, um uns dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und zwar in Bereichen, in denen wir schwach sind. Wir hätten gerne, dass Gott diese Schwachstellen beseitigt, doch häufig tut er das nicht, sondern lässt sie immer wieder zum Vorschein kommen, bis wir endlich sagen, so will ich nicht weiterleben, Gott, bitte verändere mich. Heute möchte ich darüber sprechen, dem Teufel immer einen Schritt voraus zu sein. Um das zu tun, also dem Teufel immer einen Schritt voraus sein, muss man Versuchungen verstehen und wissen, wie man ihnen erfolgreich widersteht. Ich habe kein Rezept dafür, wie man in dieser Welt lebt, ohne je in Versuchung zu geraten. Es ist also völlig nutzlos, dafür zu beten, dass man nie in Versuchung kommt. Ganz ehrlich, wir sprechen eine Menge nutzloser Gebete. Wir wünschen uns alle, dass unsere Schwierigkeiten einfach verschwinden. Dabei möchte Gott lieber, dass wir um Reife und Kraft beten, damit wir, und jetzt hört genau zu, damit wir ganz gleich, was passiert, uns in schwierigen Zeiten genau so verhalten können wie in guten Zeiten. Es geht nicht um eure Gefühle, sondern um euer Verhalten. Ihr könnt euch so fühlen, als würdet ihr vor Frust gleich explodieren und trotzdem euer Verhalten im Griff haben, und zwar durch die wunderbare Frucht der Selbstbeherrschung, die Gott euch geschenkt hat. Und ich glaube, dass wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, unbedingt unser Verhalten im Griff haben müssen. Die Leute sind nämlich kein bisschen von unseren christlichen Autoaufklebern beeindruckt. Auf unser Verhalten achten sie hingegen sehr genau. Sie schauen, ob wir echt sind. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich etwas aus Frust daraus sage und mich aufrege. Und dann muss ich mich wieder beruhigen und mich innerlich neu ausrichten. Aber ich sage euch eins. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein sollte, aber Gott sei Dank bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Am meisten sollte es uns beunruhigen, wenn wir in einer Entwicklungsphase festhängen und uns immer und immer wieder im Kreis drehen, weil wir nicht bereit sind, uns nach Gott zu richten und seinen Weg zu gehen. Versuchungen gehören also einfach zum Leben dazu. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft wir jeden Tag auf unterschiedliche Weise in Versuchung geraten. Einige mögen geistlich reif genug sein, sodass ihre größte Versuchung nur darin besteht, ungeduldig zu werden. Aber ich kann euch sagen, dass es Zuhörer und Fernsehzuschauer gibt und vielleicht auch einige hier im Saal, die von Drogen, von Alkohol, von Essstörungen und dergleichen versucht werden. Vielleicht werdet ihr von Begierde und Pornografie versucht. Vielleicht werdet ihr versucht, bei der Arbeit zu stehlen und zu lügen oder etwas ähnlich Schlimmes. Wir müssen anfangen, diese Feinde zu besiegen, denn sie sind wirklich unsere Feinde. In den letzten paar Jahren habe ich etwas Wunderbares entdeckt, das mir ungemein geholfen hat und das ich gerne weitergeben möchte. Ich will keine Veranstaltung mehr abhalten, ohne davon zu erzählen. Es ist etwas, was wir eigentlich wissen, aber für mich ist es zu einem ganz neuen Aha-Erlebnis geworden, und zwar alles, wozu Gott uns in der Bibel auffordert, alles ist zu unserem Vorteil. Alles. Nichts von dem, was er uns ans Herz legt, ist für ihn, sondern für uns. Natürlich soll unser Verhalten auch anderen Menschen helfen, aber nehmen wir beispielsweise Vergebung. Wenn Gott uns sagt, dass wir Leuten, die uns schlecht behandelt haben, vergeben sollen, dann ist das nicht wirklich dieser Person zuliebe, es ist uns zuliebe, damit wir nicht in einem Kerker des Zorns und des Hasses festsitzen. Wenn ich mit Gott zusammen daran arbeite, nicht mehr so ungeduldig zu sein, dann verbessert das mein eigenes Leben.
dann muss ich nicht mehr aufgebracht und frustriert sein, wenn ich auf etwas warte oder etwas nicht nach meinen Vorstellungen läuft. Alles. Alles, wozu Gott uns auffordert, alles, was ihr dieses Wochenende von mir hört, solange ihr mit Gott zusammenarbeitet, um es in eurem Leben zu verwirklichen, wird euer Leben verbessern, wird euch mehr Freude, mehr Frieden, mehr Erfolg und mehr Kraft geben. Wir tun vieles, was an unseren Kräften zehrt. Wir sagen vieles, was an unseren Kräften zehrt. Wir müssen lernen, Kraft zu gewinnen, nicht Kraft zu verlieren. Denn wir brauchen Kraft. Heute Morgen passierte mir ganz früh etwas Frustrierendes. Und für mich ist früh nicht so günstig wie ein bisschen später. Wenn der Teufel zu früh am Tag bei mir mit seinen Machenschaften beginnt, dann tue ich mich damit etwas schwerer, als wenn ich schon etwas Zeit mit Gott und ein bisschen Kaffee hatte. Wie Pastor Tommy Barnett sagt, Dank sei Gott für Kaffee. Der hält uns über Wasser, bis Gottes Kraft kommt. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, was diese frustrierende Sache war. Es war einfach eine Pflicht, die ich tun muss und die auch wichtig ist, aber die ich nicht unbedingt gern tue. Es ist so eine Sache, bei der ich nie vorher weiß, wann sie wieder ansteht, aber wenn sie dann kommt, muss ich mich auch sofort darum kümmern, weil andere Leute davon betroffen sind. Und manchmal passiert dies, wenn ich wirklich keine Lust habe, mich darum zu kümmern. Das war heute Morgen der Fall. Entsprechend sagte ich, ich wünschte mir, dass ich mich irgendwann mal in meinem Leben nicht um einen anderen Menschen kümmern muss. Wer von euch kennt dieses Gefühl? Und dann habe ich einer meiner Angestellten davon erzählt. Und natürlich sagen wir so etwas meist, um ein wenig Mitleid zu ernten. Wir möchten vom anderen gerne hören, ach du Arme. Stattdessen sagte sie mir jedoch, ich wünschte mir, dass sich jemand endlich auch mal um mich kümmern würde. Und ich sagte, ich will nicht, dass du dich selbst bemitleidest, du sollst mich bemitleiden. Da haben wir ordentlich gelacht, aber ich dachte, der Teufel fängt heute früh an, noch bevor ich überhaupt richtig wach bin. Und dann war Dave heute auch wieder klassisch Dave und hat alles gemacht, was Dave so macht, obwohl ich auf manches verzichten könnte. Heute Abend hat er mir meine Haare dort hinten im Umkleideraum ungefähr 6-mal gerichtet, so und so. Ich mag es nicht, wenn Leute mir in den Haaren herumfummeln. Und dann kommt die junge Frau, die normalerweise immer meine Haare macht. Sie reist oft mit uns und hat viele andere Aufgaben und fummelt auch an meinen Haaren herum, weil er es tut. Und jetzt habe ich 2 Paar Hände in meinen Haaren. Dann sagt er, deine Bluse ist schief. Sie schließt sich seiner Meinung an und sagt, deine Bluse ist schief. Als nächstes bekam ich das Mikrofon und er sagte, das steht zu weit raus. Also ist er hier und macht so und dann kommt der Techniker noch und fummelt hier rum und Dave ist da und fummelt da rum und sie schwirren alle um mich herum. Das kann einen schon mal überfordern. Möglicherweise klingt es für euch nicht nach einer großen Herausforderung, aber ich war versucht, mich nicht so zu verhalten, wie ich es euch gleich empfehlen werde. Amen. So ist das. Matthäus 6, Vers 13. Als Jesu Jünger ihn baten, sie beten zu lehren, leitete er sie an, unter anderem zu beten und führe uns nicht in Versuchung. Er sagte nicht, lass uns nie versucht werden, sondern führe uns nicht in Versuchung. Ihr werdet in diesen Vorträgen hier immer und immer wieder von mir hören, dass einer der Hauptgründe, warum wir Versuchungen so oft nachgeben, anstatt ihnen zu widerstehen und sie zu überwinden, der ist, dass wir nicht tun, was Jesus uns hier gesagt hat. Wir beten nicht regelmäßig schon im Vorfeld, dass, wenn wir in Versuchung geraten, wir die Versuchung sofort erkennen und ihr nicht nachgeben.
Viele von uns beten nicht so. Ich habe lange Zeit nicht so gebetet und hätte es doch besser wissen müssen, aber jetzt habe ich es zum regelmäßigen Teil meines Gebetslebens gemacht. In diesem Zusammenhang ist ein Punkt, den ich dieses Wochenende mit euch behandeln möchte, der, dass ihr euch und eure Schwächen kennt und wisst, in welchen Bereichen ihr am ehesten dazu neigt, in Satans Falle zu tappen. Betet regelmäßig Gott, wenn das passiert. Denn ich kann euch sagen, es wird passieren. Es bringt nichts zu beten, oh Herr, bitte lass das nie wieder passieren. Alles nur das nicht, Herr, bitte nur das nicht. Und wisst ihr, warum wir nicht möchten, dass es je wieder passiert? Weil wir wissen, dass es unseren Schwachpunkt offenbart und wir uns dann wirklich anstrengen müssen, uns so zu verhalten, wie Gott es von uns möchte. Also beten wir lieber, dass diese Sache nie wieder vorkommt, denken aber nicht daran, das zu tun, wozu Jesus uns aufgefordert hat, nämlich einfach zu sagen, ich weiß, dass ich diese Sache irgendwann wieder ausgesetzt sein werde, aber wenn das passiert, möchte ich gewappnet sein. Deswegen bete ich, dass ich mir nichts vormache, sondern die Versuchung sofort erkenne und mich gegen sie stellen kann. Könnt ihr dem zustimmen? Falls du dazu neigst, zu viel zu essen, dann bete regelmäßig, wenn ich esse, dann hilf mir nicht zu viel zu essen, Herr, sondern sofort aufzuhören, wenn ich satt bin. Gott kann dir bei solchen Dingen helfen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Früher habe ich manchmal so viel gegessen, dass ich mich nachher kaum noch bewegen konnte und mir richtig übel war. Inzwischen mache ich so etwas überhaupt nicht mehr. Aber dafür war viel Gebet erforderlich. Ihr habt alle wahrscheinlich Bereiche in eurem Leben, in denen ihr anfällig seid und für die ihr beten könnt, dass, wenn ihr in Versuchung kommt, wenn, hofft nicht darauf, dass ihr überhaupt nicht in Versuchung kommt, dass, wenn ihr in Versuchung kommt, ihr nicht nachgebt. Lukas 22, Vers 40, dann forderte er sie auf, das heißt Jesus im Garten Gethsemane, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er sagte seinen Jüngern im Grunde, ihr werdet in Versuchung geraten. Auch er selbst wurde versucht. Und er hat darauf mit Gebet reagiert. Er hat sich im Gebet so lange gegen die Versuchung gestellt, bis er große Tropfen Blut schwitzte. Betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt, Vers 46. Warum schlaft ihr, fragte er, steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Diesen Punkt finde ich ganz wichtig. Und ich werde um dieses Thema eine Zeit lang mein Lager aufschlagen und es wahrscheinlich etwas öfter betonen, als ihr es hören möchtet. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass dies einer der Hauptgründe ist, warum Menschen so vieles nicht auf die Reihe bekommen. Sie möchten es hinbekommen, sie versuchen es hinzubekommen, sie hoffen, dass sie es hinbekommen, sie gehen zur Seelsorge. Sie beten, dass sie keiner Versuchung ausgesetzt werden. Sie hoffen, nicht in Versuchung zu geraten, anstatt zu beten, dass sie nicht nachgeben, wenn sie versucht werden. Fallen euch irgendwelche Lebensbereiche ein, für die ihr schon vor langer, langer Zeit hättet beten sollen? Ich glaube nämlich, dass Gebet tatsächlich funktioniert. Ich glaube, dass ein aufrichtiges Gebet Gott Tür und Tor öffnet, damit er kommen und uns in unserer Situation helfen kann. Ich weiß noch, wie eine Bekannte einmal zu mir sagte, Joyce, du meinst also, dass man nicht einfach allgemein beten soll, sondern speziell für den Bereich, der einem Probleme bereitet? Ja, genau das. Versuchungen gehören zum Leben. In der Bibel steht, die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch dem, der andere in diese Versuchung bringt, wird es schlimmer gehen. Wir sollten darauf achten, dass wir andere nicht in Versuchung bringen. Auf jeden Fall aber müssen wir uns mit Versuchungen auseinandersetzen. Ich wünschte, es wäre anders. Beziehungsweise eigentlich wünsche ich mir das nicht, denn wenn wir keine Herausforderungen hätten, wären wir schwache, jämmerliche Waschlappenchristen. Wir brauchten überhaupt keinen Glauben, wenn wir nie Probleme hätten. Dave schaut sich jeden Tag unsere tägliche Fernsehsendung an und vorhin sagte er zu mir, heute hast du darüber gelehrt, Prüfungen etwas Wertvolles abzugewinnen. Ich finde es faszinierend, dass ich oft irgendwo hingehe und einen Vortrag halte und bei dem Vortrag ganz etwas Ähnliches sage wie bei der Sendung im Fernsehen. Ihr denkt vielleicht, dass ich das mit Absicht mache, aber
Ich weiß normalerweise gar nicht, was an welchem Tag gesendet wird. Für mich bestätigt das, dass Gott wirklich seinen Finger auf dieses Thema legt und es für uns heute dran ist. Ihr dürft also alle ruhig etwas munterer werden und sagen, das ist für mich jetzt dran. Alles klar. Jakobus 1, Vers 12. Gott segnet denjenigen, der die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. In der King James Bibel heißt es, gesegnet ist, wer Versuchungen erträgt. Selbst Jesus wurde versucht. Im Lukas-Evangelium sehen wir, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, um 40 Tage und 40 Nächte vom Teufel versucht zu werden. Einige unserer Schwierigkeiten lässt Gott aus ganz bestimmten Gründen zu, zum Beispiel, um uns stärker zu machen. Und um uns die Gelegenheit zu geben, unseren Glauben zu praktizieren. Oft ist der Grund auch, uns Dinge bewusst zu machen, die wir bis dahin völlig ignoriert und gar nicht wahrgenommen haben. Man lernt sein wahres Ich nicht kennen, wenn man in der Kirche sitzt, sein Kirchengesicht aufgesetzt hat, mit seinen Kirchenfreunden zusammen ist und Halleluja singt. Da sieht man sein wahres Ich nicht. Wenn man mit Menschen zusammen ist, die man beeindrucken möchte, benimmt man sich auch entsprechend. Unser wirkliches Ich bekommen wir es zu Hause, hinter verschlossenen Türen zu Gesicht. Oder wenn wir unseren Willen nicht bekommen, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir enttäuscht wurden, wenn uns jemand gekränkt hat, wenn uns jemand ärgerlich macht, wenn uns jemand im Stich lässt. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da setzt uns der Teufel richtig zu. Da ist nicht nur ein Problem, sondern eine ganze Reihe von Problemen, die auf uns einprasseln. Manchmal kommt so schnell eins nach dem anderen, dass man denkt, man könne dies unmöglich aushalten. Aber solche Gedanken dürft ihr nicht zulassen, denn in der Bibel steht, dass Gott uns nie mehr zumutet, als wir aushalten können. Wenn wir auf die Probe gestellt werden, zeigt er uns auch immer eine Möglichkeit, trotzdem standzuhalten. Also müssen wir lernen zu sagen, Gott weiß, wie viel ich ertragen kann und er gebraucht dieses Problem, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. In dieser Prüfung liegt ein Schatz verborgen. Und Gott, ich bete nicht, dass du das Problem verschwinden lässt, sondern dass du mich stärkst, damit ich hindurchgehen und der Mann oder die Frau Gottes sein kann, die du dir wünschst. In den ersten Jahren unserer Ehe bat ich Gott oft darum, dass er Dave dazu bringen würde, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Und natürlich ist Dave seither geistlich gewachsen, wie ich auch. Aber selbst nach 43,5 Jahren Ehe macht Dave immer noch viele Dinge, die ich damals wegbeten wollte. Das Gute ist nur, dass es mir inzwischen egal ist. Ich habe mich verändert. Mich stören diese Dinge nicht mehr. Wir wollen, dass andere sich verändern, damit wir uns nicht mehr ärgern müssen. Wir wollen, dass andere sich verändern, damit sie uns nicht mehr auf die Nerven gehen. Dabei möchte Gott, und für einige von euch wird es enttäuschend und schockierend sein, das zu hören, aber in Wirklichkeit möchte Gott dich verändern. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass alle anderen alles richtig machen. Das meine ich nicht. Es bedeutet nicht, dass sich die anderen nicht auch verändern müssen, aber du kannst sie nicht verändern. Du kannst sie nicht verändern. Es gibt aber trotzdem einen Weg, wie du dein Leben genießen kannst, selbst wenn sie sich nie verändern. Ich sagte, es gibt einen Weg, wie du dein Leben genießen kannst, selbst wenn andere sich nie verändern. Und dieser Weg besteht darin, dich von Gott verändern zu lassen. Oh Herr, bitte verändere meinen Mann. Herr, bitte verändere die Situation bei der Arbeit. Herr, bitte verändere mein Leben. Herr, bitte verändere meine Umstände. Wie oft beten wir hingegen, Herr, bitte verändere mich? Herr, bitte verändere mich und benutze dazu jedes erforderliche Mittel. Veränderung beginnt in unserem Inneren.
Da setzt Gott an. Da spüren wir diese sanfte Korrektur, dieses sanfte Drängen des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass wir darauf reagieren und er nicht zu anderen Mitteln greifen muss, genauso wie ihr euch von euren Kindern wünscht, dass sie darauf reagieren, wenn ihr ihnen etwas sagt. Aber wenn wir nicht auf sein sanftes inneres Drängen reagieren, muss der Druck eben von außen kommen. Durch unsere Umstände, unser Ego und unsere schlechten Neigungen werden in die Mangel genommen von außen und von innen, bis wir endlich tun, was Gott von uns möchte. Wie ich bereits erwähnt habe, machen wir immer wieder besondere Phasen der Prüfung durch. Möglicherweise folgt eine Phase großen Friedens in deinem Leben, sodass du leicht dem Irrglauben verfallen könntest. Die Schwierigkeiten lägen in der Vergangenheit. Bis eine weitere Reihe von Prüfungen hereingeschneit kommt. Denkt jetzt nicht, ich dachte, wenn man Jesus Christus nachfolgt, wird das Leben besser und man hat nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Das Bessere am Christenleben besteht darin, dass man besser mit den Schwierigkeiten umgehen kann. Ohne Jesus ist man aufgeschmissen, aber mit Jesus kann man sich über die Schwierigkeiten hinwegsetzen. Der Apostel Paulus hat gesagt, und das ist so wichtig, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Nicht meine Probleme loszuwerden, sondern Gott zu kennen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Während ich noch in diesem Körper bin, kann mich die Kraft Gottes innerlich aufstehen lassen. Wenn ich mein momentanes Problem loswerde, ist das kein großer Erfolg, weil das nächste Problem gleich um die Ecke ist. Wird man den einen Miesepeter im Leben los, hat man bald einen neuen Miesepeter als Nachbarn oder Arbeitskollegen. Wenn du dich jedoch änderst, wenn ich mich ändere, dann können wir beten und es auch ernst meinen. Herr, schicke mir jemanden über den Weg, der Hilfe braucht. Schick mir jemanden, Herr, dem ich die Liebe Gottes erweisen kann. Wir müssen uns von Gott gebrauchen lassen und das geht nur, wenn wir darauf vorbereitet werden. Wir müssen geschult werden. Einige von euch bedauern, dass sie nicht Theologie studiert oder eine Bibelschule besucht haben, aber sagt doch einfach, Herr, schicke mich auf die Schule des Heiligen Geistes. Er wird euch schon gut ausbilden. Vor 43 Jahren wollte Dave gern heiraten. Er war damals 26, ging mit einigen jungen Frauen aus und sagte zu Gott, bitte schick mir die richtige Frau und lass es eine sein, Herr, die Hilfe braucht. Und dann hat er mich kennengelernt. Nach 3 Wochen sagte er zu mir, was ist nur los mit dir? Ich brauche Hilfe. So war's. Im 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums werden die verschiedenen Versuchungen aufgeführt, die Jesus ertragen musste. Sagt alle Versuchung. Seht, Versuchungen und Prüfungen sind eng miteinander verbunden und oft sind die beiden Worte in der Bibel fast austauschbar. Denn unsere Prüfungen bringen uns in Versuchung, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten. Das gilt besonders für Süchte, die man loszuwerden versucht, Alkohol, Drogen, Süßigkeiten oder was auch immer. Ich weiß noch, wie ich vor vielen, vielen Jahren mit dem Rauchen aufhörte. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Prüfung durchmachte oder unter Druck stand, wollte ich als erstes gleich wieder zur Zigarette greifen. Sicherlich geht das Leuten mit Alkoholproblemen genauso. Einige Leute essen, wenn sie Stress haben oder unter Druck stehen. Satan benutzt schwierige Situationen, um uns dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und zwar in Bereichen, in denen wir schwach sind. Wir hätten gerne, dass Gott sie beseitigt, doch häufig tut er das nicht, sondern lässt die Schwachstellen immer wieder zum Vorschein kommen, bis wir endlich sagen, so werde ich nicht weiterleben, Gott. Ganz gleich, was es erfordert, verändere mich. Hallo, hört ihr noch zu? Einer der Hauptgründe, warum wir Versuchungen nachgeben, ist, dass wir im Vorfeld nicht dafür beten, der Versuchung widerstehen zu können.
Als die Jünger Jesus baten, sie beten zu lehren, sagte er ihnen unter anderem, sie sollten beten, führe uns nicht in Versuchung. Und besonders wenn es Lebensbereiche gibt, bei denen sie wissen, dass sie eine Schwäche haben, sollten sie unbedingt regelmäßig darum beten. Dieser ansehnliche kleine Mann hier heißt David und ist 12 Tage alt. Er wurde 2 Monate zu früh geboren und wiegt 1,6 Kilo. Gäbe es dieses wunderbare Heim hier in Uganda, Afrika, nicht, das sich um verwaiste und ausgesetzte Kinder kümmert, hätte David nicht überlebt. Durch die wertvolle Arbeit der Menschen hier und unsere Partnerschaft mit ihnen bekommen viele Kinder die Chance auf ein neues Leben. Also vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott segne Sie. Auf der Suche nach neuen Impulsen für sich und Ihre Freunde? In der aktuellen Produktbroschüre von Joyce Meyer finden Sie auf einen Blick alle Bücher und DVDs sowie Bestseller, Neuerscheinungen und Angebote. Stöbern Sie durch die Seiten. Joyce Meyer bringt die relevanten Themen des Lebens auf den Punkt. Lassen auch Sie sich inspirieren. Blättern Sie online durch die Seiten oder bestellen Sie die Broschüre kostenfrei unter joyce-meyer.de/broschüre oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.